mal eine Zeit lang in Hamburg-Altona zur Untermiete bei einem Mann, der Frauenmörder war. Er legte seine Leichen einfach hinter eine Wand. Ein Umstand, den ich schon nicht gerade sehr sympathisch fand. Und eines Abends kriegte Fritz dann wieder mal Besuch. Eine Dame, der er kurzerhand die Rübe runterschlug. Und nachher legte er den Leichnam einfach in den Schrank. Und wochenlang dann der Gestank, der machte mich ganz krank. Nimm die Leichen aus dem Kühlschrank, heute kriegen wir Besuch. Der Kadaver hinterm Vorhang, der stinkt, weiß Gott, genug. Zwei Leichen in der Wohnung, was ist das für ein Stil? Eine mag noch angehen, doch zwei sind viel zu viel. Um Ostern war's, da langte Fritz zum dritten Male hin. Es war ein Wahnsinnsbraten, eine Kunstgewerblerin. Als ich des Nachts nach Haus kam, gegen 22 Uhr, da lag die dicke Dame schon mausetot im Flur. Ich sagte, mein Gott, Fritz, wohin nur mit dem Tier? Doch er meinte ganz lässig, die Frau zersägen wir. Der Rumpf kommt auf den Boden, die Beine und das Bett. Am Fensterbrett, da steht adrett der Kopf und lächelt nett. Nimm die Leichen aus dem Kühlschrank, heute kriegen wir Besuch. Der Kadaver hinterm Vorhang, der stinkt, weiß Gott, genug. Drei Leichen in der Wohnung, was ist das für ein Stil? Zwei mag ja noch angehen, doch drei sind viel zu viel. Inzwischen hat er seine Wohnung fürchterlich auf Zack. Das muss man Fritze lassen, der Mann hat schon Geschmack. Und alles fügt sich bestens in die Wohnungslandschaft ein. Hier steht ein rechter Oberarm und dort ein linkes Bein. Als Prunkstück hängt ein Torso in der Diele an der Wand. Und aus dem Blumenkasten grüßt eine abgehackte Hand. Und schließlich hat er dann noch unsere Putzfrau massakriert und konserviert und dekoriert im Bücherbord platziert. Nimm die Leichen aus dem Kühlschrank, heute kriegen wir Besuch. Der Kadaver hinterm Vorhang, der stinkt, weiß Gott, genug. Vier Leichen in der Wohnung, was ist das für ein Stil? Drei mag ja noch angehen, doch vier sind viel zu viel. Nimm die Leichen aus dem Kühlschrank, sonst fliegen wir hier raus. Verwesungsdämpfe steigen schon durch das ganze Haus. Die anderen Wohnungsmieter, die sind schon sehr empört. Beweg dich etwas schneller, nimm den Unterarm vom Teller, pack die Leichen in den Keller, wie sich das gehört.